Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und ja, ich denke, das Hauptproblem momentan ist, dass wir noch einen Fallschirm brauchen. Es ist uns gelungen, dass die Tür jetzt geöffnet wurde hier von der Stewardess, von der freundlichen Stewardess. Aber irgendwie müssen wir noch zum WC kommen. Und ich denke, sie hat den Schlüssel. Die Frage ist, wie kommen wir da ran? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie kommen wir an den Schlüssel, den sie hat? Ich versuche nochmal mit ihr zu reden. Ach nee, Service fällt aus wegen ist nicht. Ist nicht, ey. Freundlich, charmant, motiviert. Drei Begriffe, die diese Dame nicht in ihrem Wortschatz hat. Nee, und so kann man sie auch nicht wirklich beschreiben. Ich denke, Abdeckplane und wahrscheinlich auch das halbe Klebeband gehört zusammen mit dem Rucksack. Wenn es dann irgendwann möglich ist zu dem Fallschirm, aber ich weiß auch nicht, was sollen wir denn mit ihr benutzen? Das hast du nicht gerade wirklich? Nee, eigentlich nicht. Es ist mir auch ein Rätsel. Hallo? Probier nochmal den roten Knopf. Was war denn hier nochmal gewesen? Was denn? Toilette, Sicherheitsvorkehrungen, das haben wir ja jetzt. Könnte ich eine Mehlsuppe haben? Gerührt, nicht geschüttelt. Und mit Schirmchen. Na klar! Ach nee. Nee, das ist es auch nicht. Ich probier nochmal Toilette. Aber ich wüsste nicht, warum sie mich jetzt auf Toilette gehen lassen sollte. Vorhin wollte ich sie das nicht. Ich habe Erdbeeren zwischen den Zähnen. Ich bestehe auf meine Gratis-Zahnseide. Ach klar, die Gratis-Zahnseide. Das habe ich ja total vergessen. Da haben wir ja ein Recht drauf. Aber nicht dreckig machen. Danke. Yay, stimmt ja. Habe ich total vergessen. Dafür haben wir uns noch das da durchgelesen, um das zu erfahren. Weil sonst wäre es ein Viehtransport, genau. Wenn wir nicht das Recht hätten auf unsere Gratis-Zahnseide. Damit können wir natürlich super gut wahrscheinlich den Fallschirm bauen. Sehr viel Zahnseide. Super. Und eine Nagelschere ist hier nämlich auch noch. Ist das da eine Telefonnummer? Schade, da würde ich ja gerne mal anrufen. Sonst ist hier hinten nichts. Okay, dann probieren wir doch mal aus hier. Das hier. Wir haben ein Stück Zahnseide, super. Das da ran? Ja, wunderbar. Ein improvisierter Fallschirm. Wie von selbst. Und das jetzt auf mich? Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Map, 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 map. Na gut, dann denke ich mal, werde ich es einfach auf das offene, auf die offene Tür verwenden. Damit wird es ja wohl klappen. Die Freiheit. Ja, das sieht gut aus. Da wird doch gerade was getriggert, würde ich sagen. Könnten wir uns das nicht überlegen? Ich habe Höhenangst. Bernie, wir sind genau über Langolien. Jetzt beteilige dich doch mal am improvisierten Fallschirm-Tandemsprung. Shelly Power! Oh Gott, zu dritt? Hey, halt! Shelly Power! Nicht schlecht, die Idee ist gut. Aha, Jack. Oh Gott. Das ist super mega Shelly scharf! Eine interessante aerodynamische Konvergenzerfahrung. Ich glaube, wir müssen jetzt das Kostüm waschen. Dringend. Fast so dringend, wie wir von diesem Baum runterkommen sollten. Das sieht voll süß aus, das Jack. Ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Okay, da benutzen wir doch mal die Nagelschere, würde ich sagen. Das müsste gehen. Achtung! Yay! Autsch. Aber wir stehen doch. Mist. Und Mist. So. Und wo steckt jetzt dieser Jack-Fritz? Jack-Fritz. Schieb! Okay, die sagen immer das Gleiche. Dann gehen wir mal zur Toilette, aber die ist abgeschlossen. Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Sieht eigentlich so aus, als wäre das eine Jack-Toilette. Noch ein Vertreter der mobilen öffentlichen Notdurft-Verrichtungsmöglichkeiten. Und das da? Das können wir scheinbar nicht benutzen. Eine, das ist eine Kiste. Aus Holz. Quadratisch. Praktisch. Aber auch gut. Bestimmt. Also gut. Quadratisch sind natürlich nur die Seiten. Das ganze Ding ist ein Würfel. Aber immer noch aus Holz. Eine Kiste. Aus Holz. Okay, ich dachte, er sagt vielleicht noch was anderes. Vielleicht kriegen wir das so mit der Schaufel aufgehoben? Das hast du nicht gerade... Nee, habe ich nicht versucht, sorry. Das andere ergibt eigentlich aber nicht so viel Sinn, oder? Ich gucke erstmal weiter. Yay! Okay, wen haben wir denn hier? Tür zum Jack-Shop. Kommen wir da rein? Könnte das der Jagdshop von Jagdfritz sein?
Meinst du, Schaf? Könnte es an dem Jackkopf über der Tür, dem hier doch sehr starken Jackgeruch oder dem Jackshop-Schild liegen? Klopf, klopf, klopf. Ja, yeah, cool. Antworten, B-Antworten, C-Antworten. Hallo, lieber Spieler. C-Antworten gibt es nicht. Aber irgendein Spieleentwickler dachte wohl, dass es sich dabei um einen guten Scherz handelt. Och, schade. Ha, ha, ha. Genau! Der Jackshop ist zu wegen, Ferien! Tschüss! Och, ich hätte auch gern Ferien. Ich glaube, dieser Mann hat etwas zu verbergen. Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Mist. Meine Güte, tut mir leid, dass das gerade hier so ein bisschen ruckelt. Ich nehme an, es ist mal wieder ein Windows-Update im Hintergrund am Laden. Das ist nämlich eigentlich das Einzige, was den PC manchmal ein bisschen an seine Grenzen treibt. Und ja, das macht das Teil ja leider immer, wann es will, die blöden Updates. Warten wir mal noch einen ganz kurzen Moment, damit sich das hier ein bisschen beruhigt. Das müsste gleich vorbei sein. Oh Gott, schaut euch das an, ey, wie langsam das ist. Nein, och bitte, hör auf mit dem blöden Update. Ich könnte wetten, dass es das ist. Was sagt er denn hier noch zu? Der Laden von Jackfritz. Ich bin gespannt, was wir dort in Erfahrung bringen. Ich bin nie gespannt. Ich bin gelangweilt. Ich kann nicht reinsehen. Ich bin zu klein. Meine Arme sind zu kurz. Meine Arme... Aber wie könnten wir da rankommen? Ah, ich glaube, es hat aufgehört. Ach, die Kiste. Na, kannst du die nicht darüber schieben? Dann schieben wir die Kiste mal ans Fenster. Nee, es hat immer noch nicht aufgehört. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Okay. Oh. Das ärgert mich gerade total. Hihi! Scheibe einschlagen! Klirr, klirr! Nein. Vielleicht sollten wir doch etwas leiser sein. Wenn wir ein geeignetes Schneidwerkzeug härter als Glas finden würden, vielleicht eine kohlenstoffbasierte Schnitteinheit, nur so eine Theorie. Wie, also ein Diamant oder was? Ich wüsste nicht, was sonst da so einfach durchschneiden könnte. Wenn wir ein vielleicht eine... Okay, nein, ich verstehe schon, aber... Ich kann immer noch nicht reinsehen. Ja, das klären wir schon. Und auf die Kiste komme ich auch nicht drauf. Ach so, du kommst nicht mal auf die Kiste drauf. Och Gottchen. Okay, wir gucken erstmal hier drüben. Irgendwas wird da... Oh, Strohhaufen. Das können wir anscheinend... Manches in diesem Spiel ist strohdumm. Dann nehme ich mir ein bisschen Stroh drum. Das ist gut. Ein bisschen Stroh. Okay, mal schauen. Vielleicht irgendwie hat das mit niedlich dem... und geruchsintensiv. Oh, hier steht ja jemand. Jack, hier ist ein Motorroller. Ein Motorroller. Obwohl er klapprig ist, sieht er ziemlich stark frisiert aus. Können wir den haben? Benutzen? Hey, das ist meine. Okay. Unglücklicher Langole. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Mein Jack hat meinen Verlobungsring gefressen. Sagen Sie, trauriger Langole, dieser Ring war er zufällig. Kohleknechte Kartoffeln. In Form einer Kartoffel? Ach, ich hätte so gerne einen Kartoffelring gehabt, aber ich musste tiefer in die Tasche greifen. Es war ein Diamantring. Auch wenn es ein ekliger Gedanke ist, wenn wir den Ring aus deinem Jack wieder rauskriegen, dürfen wir uns den Ring mal ausleihen? Ich wüsste zwar nicht wie, aber na klar. Okay, aus dem Jack irgendwie wieder rausbekommen. Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Okay, hier hinten scheint ja nichts zu sein. Da scheinen wir auch nicht lang zu kommen. Hier ist der Motorroller. Hier ist das Jack. Wir könnten das Jack füttern mit Stroh und etwas anderem gemischt. Hallo? Ist hier nicht irgendwo... Ich guck mal jetzt auf Space zur Sicherheit. Nicht, dass ich was verpasse. Ach, da oben. Aber den kann man nicht... Also da kann man nichts machen scheinbar. Ich kann es mir nicht mal angucken, meine ich damit. Und hier haben wir ja noch das Schloss. Da bräuchten wir eigentlich auch mal Öl oder so. Okay, aber ich verpasse keine Hotspots, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, was könnten wir denn hier machen mit dem Stroh? Ich guck mal kurz, was passiert, wenn wir es so dem Jack geben wollen. Und? Hat es das gefressen? Ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Dann wäre dieses Albert... Okay, ich glaube, er hat das gefressen. Es hat nur irgendwie nichts gebracht, ne?
Leider. Hey, vielleicht funktioniert der Schlüssel von Manches der Toilette in diesem oben. Spiel ist dann ne- Okay, er nimmt das also wieder. Vielleicht funktioniert das ja. Ich probiere das mal. Ha! Hereinspaziert. Das Klo ist eröffnet. Super, ein Universalschlüssel. Will ich das wirklich mitnehmen? Ja, offensichtlich. Oh nein, hoffentlich muss ich das nicht benutzen bei Jax. Ob hier auch die Jax ihre Notdurft verrichten? Nein, oh. Ich leide nicht an Verstopfung. Aber gut, nehmen wir es mal mit. Ich habe eine ganz, ganz üble Vorahnung. Okay, Abführmittel. Ui, das ist eine gute Idee, Bernd. Damit können wir die Außerirdischen anlocken. Was? Ja, Bernd? Das war nicht mein Plan. Ach so. Ja, dann geben wir das abführende Stroh dem Jack, oder? Oh, das arme Ding. Perplex, aber wozu ist der Pömpel? Ach, vielleicht geht das Jack wirklich da auf Toilette. Ich könnte mir nichts Ekligeres vorstellen. Ach doch. Ach doch. Ein Kuhfladen. Also eher ein Jackfladen. Trotzdem fasse ich den nicht mit bloßen Händen an. Igitt. Okay, ich kann's verstehen. Aber womit dann? Denn mit dem das Pömpel? Das funktioniert so nicht. Nee, nicht auf Bernd, auf den Kuhfladen. Das hast du nicht gerade. Okay, was wäre denn noch sinnvoll? Die leere Dose, damit das aufnehmen? Hallo? Nee. Der alte Stiefel? Das funktioniert. Auch das geht nicht. Ach, Schaufel, ja klar. Irks. Das ist schon ein bisschen, sagen wir, erniedrigend. Na, ja, immerhin habe ich jetzt den Ring. Aber wir kommen immer noch nicht hier rauf, ne? Das ist ja immer noch das Problem. Er ist immer noch zu klein, obwohl wir den Ring haben. Meine Arme sind zu kurz. Meine Arme sind zu kurz, um mit dem Ring ans Fenster zu kommen. Darf ich? Also gut. Ach so, sie macht es. Super. Sie ist mal nützlich, die Chili. Ach so, Chili, wenn du das machst, fällt der amorphe Feststoff heraus und zersplittert auf dem Boden. Das erzeugt für Menschen hörbare Wellen und Jack Fritz ist alarmiert. Okay, kein Problem. Dann benutzen wir den Pömpel vorher. Das ist eine gute Idee, Chili. Woher weiß das Schaf so etwas? Übung, Berndi, Übung. Flop, und jetzt aber. Drumherum jetzt mit dem Diamantring. So, und jetzt schneide ich ein bärenförmiges Stück heraus. Ui, schön. Juhu. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Fertig. Wie soll ich jetzt da durchkommen? Fliegen? Ernsthaft jetzt? Clothings mit Pömpel. Ach, nee, ach so, hab ich... Da, hey, nee. Bist du nicht Chili? Ja, ich... gute Frage. Ach so, Sekündchen mal. Ach so, wir sind noch Chili. Hä? Wieso sind wir denn noch Chili? Ich dachte, ich müsste wieder Bernd werden. Das ist ein Dings, glaube ich. Eine Kiste. Super zum Stunts machen. Okay. Dann bringen wir vielleicht den Ring mal zurück. Vielleicht kriegen wir was dafür. Zum Beispiel das Bike. Sicher nicht. Was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du nimmst den? Den Motorroller? Hey, das ist meine. Okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt, dass Bernd zwischendurch redet. Also wer ist jetzt eigentlich dran hier? Okay, sie hat auch nochmal Stroh genommen. Oder so, oder auch nicht. Ist das wirklich korrekt gerade? Ich glaube, du brauchst einen Trittkraftverstärker. Etwas, das deine Energieabgabefläche vergrößert. Okay, was könnte das denn sein? Die Toilette oder was? Ob hier auch die Jax ihre Notdurft verrichten? Ich weiß gerade nicht, ob das nicht ein Bug ist. Das ist komisch. Er redet, aber sie läuft rum. Aber vielleicht Piepi. Der alte Stiefel. Ich lebe jetzt auf sehr großem Fuß. Das ist ein sehr schlechter Wortwitz, Schaf. Aber passend, Bernd. Es ist die 89. Spielminute. Es steht noch 0-0. Begeisterung, Begeisterung. Irgendwelche Fußballparolen. Ich kann's nicht. Ich hatte immer eine Abneigung gegen Ballsportarten. Busch gegen Sport allgemein. Chili Power! Oh je, der Arme. Bang. Ah! Sind wir
Schlange drin? Yay, cool. Au, au, au. Danke, au, au, au. Schaf. Da nicht für. Siehst du schon die Statue? Und lass dich ja nicht erwischen. Geil, was ist das denn? Jackzunge. Ein merkwürdiger Jackzungenschalter. Igitt. Das ist ein Schalter? Was riecht muffig, nass und nach Jack? Bewegt sich aber nicht. Richtig, eine Jack-Statue. Leider nicht die, die wir suchen. Nee, unsere wäre ja aus Bronze. Nein. Ich glaube, ich lasse die zwei noch draußen. Die machen nur Chaos. Und Jackfritz muss hier irgendwo sein. Da hat er recht, die machen hier wirklich zu viel Chaos. Ein blickdichter Vorhang. Hübsche Farbe. Okay, hier sind ja echt viele Sachen, ne? Müssen wir mal gut gucken. Was haben wir hier? Ein Pullover. Oder Klingel? Wie schön. Ein Pullover. Eine altmodische Kasse. Was kostet die Welt? Bestimmt mehr als 1000. Eine altmodische... Okay. Sonst scheint hier ja nichts zu sein. Bücher? Moby Jack. Die Jacks von der Tafelrunde. Oh je, da hat aber jemand wirklich ein Faible für Jacks. Jack. Die Jack-Trommel. Romeo und Jack. Jack und Julia. Jack Teil 1. Jack Teil 2. Oh mein Gott, ist der da noch Herr mehr? Der Jacks. Ja. Die Jack-Insel. Der Fall des Hauses Jack. Noch mehr? Moby Jack. Nee, schade. Okay, das war cool. Jackhornfelle. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz gewöhnliche Feile. Okay, dann nehmen wir die mal, wenn's geht. Feile, Feile, Segen. Sieben Tage Regen. Ich glaube, es tut mir doch nicht allzu gut, allein zu sein. Ah ja, da wird man ein bisschen wahnsinnig, wenn man zu lange alleine ist. Ein uralter langolischer Gong aus dem 2. Jahrhundert vor dem 3. langolischen Winter. Woher weiß Bernd sowas? Was riecht muffig? Okay, das kennen wir schon. Ach so, ein Jackteppich. Naja gut, aber es war fast das Gleiche. Nasses Jackfell anfassen. Meine demnächst Lieblingsbeschäftigung. Huch. Oh, sieh mal an. Spuren einer Geheimtür. Tatsächlich, cool. Eine Geheimtür. Hier ist noch ein Schrank, aber das scheint egal zu sein. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spieleerfahrung. Eine Geheimtür? Dum, dum, dum. Geht die von selbst? Oh, also eine Geheimtür. Wie originell. Mist, da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Oh nein. Was riecht? Nee. Nein. Wohin? Nein, ich glaube. Ich weiß nicht, wohin. Scheiße. Ich sollte jetzt wirklich... Was riecht... Wieso killt er bitte da? Ah, Vorhang. Ach, der Vorhang. Okay, oh mein Gott. Das ist überhaupt kein gutes Versteck. Mist. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. So schließt man die Tür ab. Was? Und tschüss. Das habe ich mir nicht gemerkt. Das war auf jeden Fall eine Reihenfolge. Also ich habe den Gong und die Kasse gehört und ich glaube die Klingel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh jemine. Ah, da ist das Notenblatt dafür. Das kann man sich anscheinend nochmal durchlesen. Hier hat sich Jackfritz einen Spickzettel geschrieben. Intelligent. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Rasche, rasche. Klar bin. Kling, klang, klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Das stimmt. Gucken wir mal, was das für ein Geräusch macht. In den eigenartigen Geheimraum will ich lieber nicht alleine reingehen. Vielleicht sollte ich ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise, meine Freunde reinholen. Okay, dann machen wir hier schon mal auf. Aber jetzt will ich das mal hören. Das war, glaube ich, das letzte Geräusch. Huch, Flasche mit Korken. Liegt da noch was drin? Das hatte ich ja gar nicht gesehen. Eine Schneekugel ohne Schnee. Nur noch mit losen Teilen drin. Ah, das ist bestimmt auch eins, was Geräusche macht. Rasche, rasche. Nein, das war wohl nicht richtig. Nochmal von vorne. Ich glaube, es war... Rasche.
Raschel, raschel. Dann, glaube ich, Klingel. Klar bin. Dann der Gong. Kling, klang, klong. Dann die Kasse. Und dann der Sjak, glaube ich. Genau. So schließt man die Tür ab und andersherum wieder auf. Mann, das muss ich mir echt mal merken. Ach, scheiße. Alles auf Anfang. Mist. Ach so. Okay. Das hier, dann dieses da. Hätte ich mir auch denken können, Manno. Ich habe gleich gedacht, ob man das dann wohl andersrum machen muss. Aber dann habe ich es wieder vergessen. So, dann dieses. Klar bin. Und die Schneekugel. Jetzt aber. Raschel, raschel. Yay! Cool, Mann. Wir haben es geschafft. Los geht's! Was geheimer, für ein merkwürdiger Raum. Also die Jagdstatue finden wir hier nicht. Dafür ist ihre molekulare Struktur zu weiträumig. Aber vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig. Also gut, suchen wir mal, wie man das in so einem Spiel wohl macht. Oh mein Gott, der hat aber sehr seltsame Vorlieben. Ach so, naja gut, man hat ja die Flagge draußen schon gesehen. Das war vielleicht schon eine Andeutung gewesen. Cool. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Bernd das Brot und die Unmöglichen wieder. Ich freue mich drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.